Kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Dieses Video ist kein Werbevideo. Alle Produkte und Marken wurden selbst gekauft und selbst bezahlt. Und von daher besteht keine Kooperation mit irgendeiner Marke, Firma oder sonstiges. Viel Spaß beim Video. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in einer etwas anderen Aufmachung, wie man sieht. Und zwar bin ich hier ziemlich sommerlich angezogen oder Cowboy-Girl-like. Finde ich auch ein bisschen, aber das ist nicht das Thema des Videos heute, sondern mein Summer Try-On Haul. Und zwar zeige ich euch die ganzen Dinge, die ich mir für den Sommer gekauft habe. Ich komme ja gerade eben erst aus dem Urlaub. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Probiert die an, sage euch, woher ich sie habe, was sie gekostet haben. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr diese Sachen in den gewissen Geschäften noch. Also will ich nicht lange schnacken und sage, wir fangen jetzt an mit dem Video. Kurze Unterbrechung noch. Ich habe gestern meine Nägel neu gemacht, also kurzes Fazit zu meinem letzten Video. Die Nägel haben ganz gut gehalten, nur jetzt in der letzten Woche im Urlaub sind die dann ziemlich, ja, am Ende ihrer Kräfte gewesen. Und deswegen habe ich sie gleich mal neu gemacht. Das sind sie jetzt. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir gerne. Und jetzt fangen wir mal mit dem Video an. Zuallererst zeige ich euch dieses Oberteil hier, was ich gerade angezogen habe. Mit süßen Puffärmeln, mit süßen stoffüberzogenen Knöpfen. Hier hat es so einen Kragen und aus ziemlich luftigem Material. Dieses Oberteil habe ich von Zara aus der Sale-Abteilung. Und das Ganze hat mich, ich glaube, 4 Euro gekostet oder so. Super cutes Ding, ist auch cropped, wie ihr hier sehen könnt, und ja, kann ich nur empfehlen. Also wer sowas Cutes mag, perfekt. Oder auch für die wärmeren Herbsttage, die jetzt kommen. Ich weiß, mein Video kommt ein bisschen zu spät für Sommer, aber noch haben wir Sommer. Als nächstes habe ich für euch ein zweiteiliges Set. Und zwar besteht es einmal aus diesem croppten Oberteil mit langen Ärmeln, also ultra cropped, weil es geht über die Brust. Und diesen Crop Top hier, was man eben drunter zieht. Ich fand es echt ein süßes Outfit fürs Gym oder einfach so zum Tragen. Macht etwas her, wenn man so ein bisschen sportlicher unterwegs sein möchte. Auch ziemlich dünner Stoff. Ist jetzt in Größe M. Jedes Teil hat 3,99 € gekostet. Auch bei Zara in der Sale-Abteilung. Wenn man es allgemein ein bisschen schicker mag und dieses Ding hier sportlich schick kombiniert mag, dann passt dieses Teil hier dazu. Und zwar ist es so ein luftiges Hemd aus Baumwolle. Ziemlich dünn, wie man sieht, mit Blumenstickereien. Das hier war ein bisschen teurer, war auch nicht aus der Sale-Abteilung. Und zwar hat dieses Hemd 40 Euro gekostet. Hat ja auch noch so auf der linken Seite eine Brusttasche, wo man was reintun kann. Da habe ich voll oft irgendwie meine Maske oder sowas im Urlaub reingetan, also super cute, nice to have. Gibt's noch bei Zara, Leute, schaut nach, ist keine Werbung. Als nächstes habe ich für euch ganz normales Basic-Teil, und zwar dieses Shirt. Kann man cropped tragen, kann man aber auch normal tragen, ist eben ohne Ärmel, basic, einfach beige, auch von Zara. 5 Euro, glaube ich. Cutes Oberteil kann man ebenfalls mit dem hier kombinieren. Und da sieht man ein bisschen seriöser aus. Oder falls es einem ein bisschen frisch ist, kann man dieses Ding hier nehmen. Super cute. Als nächstes habe ich dann ein Oberteil, das ich geschenkt bekommen habe. Aber ist super cute. Wie oft sage ich eigentlich super cute in diesem Video? Habe ich bei einer Freundin gesehen und ich wollte es unbedingt haben. Also hat sie es mir zum Geburtstag geschenkt. Und zwar ist es dieses T-Shirt von Adidas mit so durchsichtigen, ja, wie nennt man diesen Stoff? Keine Ahnung, wie man das nennt. Jedenfalls Synthetikstoff, so durchsichtiger. Und sonst ein ganz normales T-Shirt. Kann man sich bei Adidas noch kaufen, denke ich. Hat 35 Euro gekostet. Dieses Teil hier ist auch ganz gut zu kombinieren. Wie gesagt, sporty ist ja voll mein Ding. Jedenfalls kann man das T-Shirt auch ganz cool mit so einer Biker-Shorts kombinieren. Die hier ist jetzt von Fabletics. Hat, glaube ich,
40 Euro oder so gekostet. Kann man auf der Website noch finden. Ich habe nachgeguckt. Ist Größe S. Und das T-Shirt ist auch in Größe S, also 36, wobei es echt größer ausfällt. Also wenn ihr ziemlich klein seid und so, könnt ihr ruhig XS kaufen. Was man noch dazu kombinieren kann oder was ich mir noch gekauft habe, ist einmal diese kurze Hose hier. Ist auch ungefähr so lang wie die Biker Shorts mit so Ripped Jeans Details, auch hier hinten an den Taschen. Die Hose habe ich bei C&A gekauft und die hat schlappe 20 Euro gekostet. Super angenehm zu tragen. Die habe ich jetzt in Größe 40 gekauft, weil die sich nicht wirklich viel dehnt. Aber ich würde sie jetzt nicht zu groß kaufen, weil beim Tragen leiert die nämlich ein bisschen aus. Deshalb schaut einfach, dass ihr eine relativ passende Größe kauft. 38 hat mir leider nicht gepasst, aber that's life. 40 passt mir. Echt eine cute Hose, gibt's auch noch. Dann hätte ich noch eine Jeans für euch, und zwar ist es eine Hot Pants. So sieht die aus, auch mit so ein bisschen ausgefransten Details. Die ist jetzt hier von Calvin Klein und die habe ich in der Größe, also in der Weite 27 gekauft. Finde ich echt süß, auch hier mit dem Schriftzug, dem roten. Die habe ich auch nochmal in schwarz, aber ich muss sagen, die schwarze dehnt sich überhaupt gar nicht mit, was ich echt schade finde, weil die Hose, die dehnt sich ja mit, passt sich einem an, und die schwarze, die ist halt eher so wirklich steif. Hat, ich weiß gar nicht, was die gekostet hat, 40 Euro oder sowas. Dann habe ich auch noch etwas Schickeres, auch von Zara, und zwar einmal dieses Oberteil hier mit einem großen V-Ausschnitt vorne sowie hinten und ausgeschnittenen Schultern. Ich habe es nicht oft genug gesagt, super cute. Habe ich zum Essen gehen im Urlaub getragen, war echt voll süß, ist auch cropped auch mit diesem Raff-Detail, also es passt sich echt super eurem Körper an, kann man schick kombinieren. Das war auch aus der Sale-Abteilung und hat auch nur 5 Euro gekostet. Diese f***ing Fliege. Get out of my room. Raus. Als nächstes habe ich noch einen Jumpsuit für euch. Das wäre der hier. Ist ein kurzer mit einem schlichten Karo-Muster in Creme. Besteht aus Leinen und ist super luftig. Also den kann ich auch nur empfehlen. Der war von H&M aus der Sale-Abteilung und hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Super cute zu kombinieren. Bin mit diesem Hut, und der ist von C&A. Den habe ich erst vor einer Woche gekauft. Hat 12 Euro gekostet. Ist so strohhutmäßig mit einem Lederband. Und finde ich, kann man zu so schlichten Sachen wie diesem Jumpsuit oder so einem Oberteil einfach süß kombinieren. Dem Ganzen noch ein bisschen schickeren Look verleihen. Außerdem kann man ihn jetzt auch für den Herbst benutzen. Im Herbst trägt man ja auch wieder Hüte. Hüte, also kann man eigentlich nichts damit falsch machen. C&A, 12 Euro. War im Urlaub mit dabei, hat einiges mitgemacht und sieht ziemlich unkaputtbar aus im Moment. Mal gucken, wie es weitergeht. Als letztes habe ich für euch noch so ein Kleid mit hohem Kragen. Das Kleid ist bodenlang und ist aus recyceltem Stoff. Wie man sieht, ist es aus unterschiedlichen Stoffteilen zusammengesetzt, anscheinend laut C&A. I don't know if it's true, aber so verkaufen sie das, und hat hier an der Taille so einen Gummizug. Ich habe das Kleid jetzt in Größe 38 gekauft. 36 war ein bisschen zu eng, das Kleid soll ja aber luftig sein. Hatte ich auch bei einer Grillparty an und das war echt angenehm. Hat, glaube ich, auch 20 Euro gekostet bei C&A. Gibt es momentan noch, und zwar in der Sale-Abteilung. Ich habe es erst letzte Woche gesehen. Wenn ihr das Kleid haben wollt, dann schaut mal vorbei. Vielleicht ist es noch da. Ein Teil hätte ich noch für euch, und zwar wäre das einmal diese Tasche hier. Der Grund für den Kauf dieser Tasche ist nämlich, dass ich so einen richtig fetten Geldbeutel habe, wie es Mädels nun mal so haben, und ich echt faul bin, den jedes Mal mitzunehmen. Vor allem bin ich nicht so wirklich der Big Bag-Träger oder so. Ich mag Taschen nicht so wirklich. Mag das nicht, die mitzunehmen. Das nervt mich einfach nur, und deswegen
habe ich das hier entdeckt, diese kleine Tasche mit zwei Fächern drin. Das vorderste Fach und das hinterste Fach. Und hier gibt es dann noch so Mini-Taschen, wo man jetzt Karten mitnehmen kann oder sonstiges. Und da passt mein Handy rein und Geld und Schlüssel und so weiter. Also alles, was man braucht in dieser Mini-Tasche und ist jetzt auch nicht so riesig. Die gibt es auch bei C&A für 9,99 €. Also wenn ihr auch so jemand seid wie ich, der einfach es nicht mag, Taschen dabei zu haben oder große Taschen dabei zu haben, der es lieber praktisch mag, dann wäre das, glaube ich, was für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nächste Woche kommt der Urlaubsvlog online, beziehungsweise zeige ich euch ein bisschen was vom Urlaub, wo wir waren und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert, dann schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Das waren jetzt meine ganzen Sommer-Outfits, die ich teilweise auch im Urlaub anhatte, die ich mir für diesen Sommer gekauft habe. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und ihr habt etwas für euch gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch hier gerne meinen Kanal. Und hier geht es zum letzten Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.